Ein herzliches Moin Moin, hier ist euer Micha und es geht weiter mit der Manchester United Karriere hier bei FIFA 19 und ihr habt abgestimmt und zwar werden wir heute selber das Spiel gegen Manchester City spielen und ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange, gegen Bournemouth wird einmal simuliert. Wie gesagt, ihr habt euch es gewünscht, nicht nochmal gegen Juve in der Champions League zu spielen, sondern das Duell der Duelle in Manchester, nämlich Manchester United gegen City und hier steht es jetzt 1-1 gegen Bournemouth, also einen Punkt geholt, meine Güte, langsam mit der Sprache und weiter geht es. Das Rückspiel der Champions League Knaller Juve gegen Manchester United. Das Hinspiel haben wir nicht gewonnen, das ging unentschieden aus. Und jetzt bin ich mal gespannt, was im Rückspiel simuliert wird. Also immer noch 0-0, ich bin richtig gespannt, Alexandro kriegt die gelbe Karte, Ronaldo macht das 1-0 in der 24. Minute, wir liegen 1-0 hinten, Rashford gleicht aus mit einem 1-1, Alaba gelbe Karte in der 46. Minute, also zurzeit haben wir noch das Hinspielergebnis, jetzt führt Juve 2-1 durch Ronaldo, können wir noch irgendwas drehen? Nein, wir verlieren gegen Juve mit 2-1. Und dann sind wir jetzt aber bereit für das Duell in der englischen Liga Manchester City gegen Manchester United. Wir sind Tabellenerster mit 2 Punkten Vorsprung auf Manchester City. Das heißt, wenn wir gewinnen, könnten es dann ganze 5 Punkte schon sein auf Manchester City. Wenn Manchester City gewinnt, gehen sie mit 1 Punkt an uns vorbei. Also, das ist jetzt hier ein Topspiel in diesem Monat November. Rein ins Spiel. Bis gleich auf dem Rasen wieder. In Kürze fängt das Spiel dann auch an. Manchester City gegen uns, gegen Manchester United. Die Spieler machen sich warm, Alaba und wer da noch alles im Kreis stand und den Ball hochgehalten haben. Hier, was für ein Anblick hier in Manchester City, also in Manchester. Please welcome Manchester United and your Manchester City. Der Kommentator sagt es auch. Und das Stadion ist der absolute Hammer. Wir springen rein ins Spiel. Jetzt geht es los. Manchester City gegen Manchester United. Wir drücken natürlich uns, United, die Daumen. Und Pep soll mal schön den Ball flach halten. Aufgepasst, City gleich die erste Chance in der zweiten Minute. De Gea mit der Hand am Ball. Es gibt den ersten Eckball. Was kann City daraus machen? Die Fans sind absolut dabei. Sie sind lauter als ich. Ich muss hier richtig schreien. Dritte Minute, wieder ein Eckball für City. Wieder die kurze Variante. Sterling macht es diesmal besser. Sterling geht da vorbei. De Gea kommt da nicht ran. Und boah, der erste gute Ball von City Richtung Tor. Da wir passen wieder nicht auf. Also City die ersten 6 Minuten ganz überlegen. Wir haben hier noch nicht den richtigen Fußball entdeckt für uns. 7 Minuten. Es steht immer noch zum Glück 0-0. Das war jetzt hier. Das hätte ein Tor werden können. Aber De Gea macht das richtig stark. Kommt jetzt wieder die kurze Variante von City. Ja, es kommt die kurze Variante. Sterling auf Otamendi. Der spielt den Ball auf den zweiten Pfosten. Carvajal dazwischen. 9. Minute. Ich glaube, das ist schon der 4. Eckball hier in diesem Spiel. Ist ja der absolute Wahnsinn. Jetzt mal den Ball da abholen und mal einen Gegenangriff starten. Vielleicht jetzt. Nein. Wir verlieren den Ball sofort wieder. De Gea mit dem Branke an dem Ball. Jetzt haben wir mal ein bisschen Ruhe. Meine Güte. City legt hier los wie die berühmte Feuerwehr. Jetzt aber wir vielleicht mal. Rashford wird da schon aufgehalten, aber nicht irgendwie, dass es brutal war oder zum Freistoß führen hätte können. Und jetzt aufgepasst wieder City. Wir nehmen jetzt die Spieler schon in die Zange. Smalling auf Götze. Götze auf Lukaku. Lukaku sieht Lingard. Lingard! Unsere erste richtig gute Chance hier in diesem Spiel. Ich glaube, jetzt sind wir mittlerweile im Spiel angekommen. Also City kann sich jetzt auf ein heißes Duell hier freuen. Die Flanke rein, die wird abgewehrt, der nächste Schuss. Kein Problem für Ederson.
Ja, jetzt nach 20 Minuten sieht das Kräfteverhältnis nicht mehr ganz so pro City aus. Aber was die natürlich da am Anfang abgelegt haben, war natürlich hier echt der Hammer. Aber jetzt kommen wir. Jetzt kommt United. Ich glaube an uns. Und wenn ihr fest die Daumen drückt, dann wird das auch was. So, jetzt aufgepasst. Kühn Aguero. Zack, aufgehalten. Pogba, Pogba. Immer noch Pogba, der sieht Lingard, Lingard probiert den Heber. Ederson kann den noch gerade über die Latte lenken. Es ist ein richtig, richtig schönes Duell. Also 80% haben dafür abgestimmt, dass wir auch dieses Spiel spielen und nicht gegen Young Boys Bern. Die haben die anderen 20% gekriegt und aufgepasst. Jetzt nochmal Smalling, Alaba, Alaba macht das stark. Alaba, und das ist keine genaue Flanke, aber wir bleiben am Ball. Der nächste Schuss, Ederson. Wir sind wirklich angekommen. Ich muss es einfach nochmal so sagen. Wir haben die ersten Minuten echt geschlafen. Da hätte es 1-0 schon für City stehen können. Aber jetzt kann City sich nicht beschweren, dass wir auch noch kein Tor geschossen haben. Also auf Augenhöhe dieses Duell. Jetzt aufgepasst. Lingard, Lingard. Lingard im richtigen Moment Lukaku anspielen. Das ist der richtige Moment. Das ist der richtige Moment. Lukaku 1-0. Es steht einfach mal 1-0 durch Lukaku in der 30. Minute, wenn ich mich nicht recht erinnere. Ah, 35. Da wird es eingeblendet. 35. Minute. Hier, Lingard macht das exakt genau. In diesem Moment muss man das spielen. Und Lukaku macht es richtig, richtig nice. Es steht 1-0 durch Lukaku in der 35. Minute. Ich würde auch sagen, das war jetzt eigentlich auch verdient. Ich würde jetzt, ja, wir haben die letzte Viertelstunde richtig Gas gegeben und haben uns rausgespielt, dieses Tor. Die ersten 10 Minuten war echt City-Time und jetzt ist Menu-Time. Und so geht es jetzt auch wieder in die Richtung des vom Tor von Ederson. Götze passt da gut auf, kann sich aber nicht durchsetzen gegen Mendy, der hat doch den stärkeren Körper. Aufgepasst, jetzt nochmal De Bruyne, Ball wegnehmen, wir können ihn nicht klären, der Schuss, De Gea hat ihn fest in den Händen. Abwurf auf Rashford, Rashford, tändelt da mit dem Ball rum, stark gemacht. Götze, Götze auf Rashford, Rashford, der will da anspielen, aber kommt da nicht durch. Aber es gibt Einwurf für uns. So, jetzt aufgepasst. Lingard. Lingard auf Lukaku. Der kann den nächsten Treffer machen. Macht er aber nicht. Halbzeit, es steht 1-0. Ich bin gespannt, wie Halbzeit 2 anfängt. Also am Anfang war City klar drückend. Danach waren wir aber voll im Spiel. Und das sagt auch die Statistik. 5-5 Schüsse aufs Tor, Ballbesitz in etwa, ja, wir können fast sagen, roundabout fast die Hälfte. Und Ecken sind 4-1. Also die ersten 10 Minuten hatte City 4 Ecken. Aber das soll sich in Halbzeit 2 nicht wiederholen. Wir sind im Ballbesitz, denn wir hatten Anstoß. Und jetzt Halbzeit 2 muss vielleicht noch ein Ticken besser von uns werden. Zumindest was die Konsequenz angeht und vor allem was die Schlafmützigkeit da hinten angeht. Also wir haben die ersten 10 Minuten echt verpennt. Das darf in der Halbzeit 2 nicht passieren, denn wir können uns nicht immer auf unseren Keeper verlassen, De Gea. Er macht schon einen geilen Job, aber auch irgendwann ist der Beste mal geschlagen. So, Lingard, stark gemacht. Lingard sieht jetzt Rashford, Rashford, Rashford in die Mitte und da steht aber einer im Weg. Der Kopfball bleibt bei uns. Jetzt haben wir den Ball verloren. Kühn Aguero auf Sané. Sané ist ein schneller Spieler. Aber wir können ihn nach hinten drängen. Sané, Fehlpass in die Füße von Götze. Jetzt Lukaku. Lukaku spielt den da richtig gut durch die Lücke. Ederson mit dem wunderbaren Parade. Meine Güte, das war richtig schön gespielt da durch die Lücke. Und dann der Abschluss. Und Ederson kann den Ball da noch gerade parieren. Eckball für uns. Der Eckball für uns, der war ungefährlich. Jetzt nochmal den Ball in die Mitte. Smalling, Lingard. Nochmal auf Smalling. Macht da keinen Blödsinn, Leute. Jetzt Pogba auf Alexis. Alexis auf den zweiten Pfosten. Das wäre fast gefährlich geworden. Wir wechseln mal. Lingard geht raus. Fred kommt rein.
60. Minute. Jetzt nochmal der Ball rein in Strafraum. Da kommt leider keiner ran. Wir machen das ganz, ganz sicher. Carvajal macht da auch keinen Blödsinn. Smalling auf Alexis. Alexis. Und das wäre es fast gewesen. Wenn der Ball da durchgekommen wäre, dann wäre da einer in der Mitte frei gewesen. Jetzt aufgepasst. Halbzeit 2 ist viel besser von uns, als Halbzeit 1 noch am Anfang war. Jetzt aufgepasst, nicht City wieder kommen lassen. Wir machen sie nur stark dadurch. Sterling, der Ball wird geklärt. Super, Einsatz von Smalling. Und jetzt Fred und Alexis auf Lukaku. Der kommt da nicht durch. Der kommt da nicht an Kopfball. Und somit hat wieder City den Ball. Oder hatte den Ball. Wir haben ihn schnell wieder geholt. Jetzt der Ball nach vorne. Fred setzt sich da stark durch. Kann da Alexis einsetzen. Alexis dreht nochmal ab. Spielt den Ball in die Mitte und das ist ein Kopfball, aber nicht drin. Herrera kommt mal für Götze in der 70. Minute. Schöner Kopfball, muss man sagen. Ein Ticken zu hoch und somit kein Problem für Ederson, denn er kommt ja noch nicht mal aufs Tor. So, 70 Minuten gespielt. Bin ich mal gespannt, was jetzt so abgeht. Ederson lässt sich da ein bisschen Zeit, überlegt, was er denn da macht. Der Ball kommt direkt auf unseren Kopf. Stark gemacht. Alexis, Lukaku, Fred. Fred kann Rashford spielen und da stellt sich ein Spieler in den Weg. Und somit kein Problem für City. Jetzt aber der Einwurf, der war richtig, richtig schlecht in die Füße des Gegners. City macht das behäbig, soll uns recht sein. Aber Sané hat Speed. Gut, dass er Sané nicht wieder anspielt, dass er keinen Doppelpass mit Sané gespielt hat. Das wäre es dann fast gewesen. Alaba, starkes Tackling. Und dann verlieren wir den Ball so blöde per Hacke da. Aber wieder wunderbar gekämpft. Rashford auf Fred. Fred kann Alexis anspielen. Alexis ist am Ball. Driftet leider zu weit ab und kriegt den Ball dann nicht gut in die Mitte geflankt. Aufgepasst. Mandy. Also wir lassen hier in Halbzeit 2. Haben wir bisher noch nicht viel zugelassen. 82. Minute. Also wir haben City eigentlich im Griff. Aber ich sag eigentlich, denn City reicht vielleicht auch nur eine Möglichkeit. Die wir eben genutzt haben. Also 4 Minuten noch jetzt gleich zu spielen. Was die reguläre Spielzeit angeht. Dann kommt noch die Nachspielzeit oben drauf. City kommt durch Sterling. Auf. Boah, der Ball muss unser sein. Ganz ehrlich, das hätte unser Ball schon vorher sein müssen. Jetzt nochmal die Chance. Lukaku sieht Fred auf Lukaku. Lukaku hat freie Schussbahn. Das war doch nochmal zum Abschluss eine Riesenchance. Wir kriegen nochmal Einwurf. 2 Minuten wird nachgespielt. Davon ist eine schon fast rum. Also Carvajal auf Alexis. Es gibt auch nochmal Eckball. Wir haben das Spiel hier voll unter Kontrolle. Nach den ersten verpatzten 10 Minuten haben wir das jetzt doch irgendwie doch nochmal unter Kontrolle gekriegt. Der Kopfball kommt nicht durch. Herrera hat nochmal die Chance. Der geht vorbei. Der Schiri pfeift ab. Wir gewinnen das Stadtderby mit 1:0 oder 0:1 besser gesagt. Denn wir waren ja nicht zu Hause, sondern wir waren ja im Stadion von City. Also, Pep hat verloren. Das heißt, wir haben 5 Punkte Vorsprung vor Man City. Das ist doch mal richtig erleichternd. Wie geht es jetzt weiter? Das ist die Frage. Und im nächsten Spiel gegen Crystal Palace, also ihr seht es schon hier unten in der Tabelle, wir haben 12 Spiele, 30 Punkte, Chelsea hat 29 Punkte, Manchester City hat 25 und Tottenham hat 19, also schon echt weit abgeschlagen Tottenham, aber nichts ist unmöglich, aber da vorne beißt sich schon so eine Dreiergruppe schon zurecht und ich bin mal gespannt, wie das gegen Crystal Palace jetzt hier so vonstatten geht. Ich bin mal gespannt, jetzt hier, 15 Minuten schon gespielt, noch gar nichts passiert, also ich weiß es nicht, eigentlich erwarte ich einen Sieg. Timo Werner zum 1:0 in der 29. Minute. Halbzeit 1 ist jetzt gleich vorbei. Und in Halbzeit 2 kassieren wir das 1:1 durch Van Aanholt. Lingard macht das 2:1 für uns. Und was passiert sonst noch? Kann noch was passieren? Machen wir das 3:1. Pogba macht das 3:1. Schön. Van Aanholt verletzt sich da auch noch. Gute Besserung von hier aus. Und dann würde ich sagen, 3:1 Sieg. Das ist wunderschön. Schauen wir mal, was so in der Champions League abgeht.
In unserer Gruppe geht es richtig ab. 7 Punkte für Juve, 7 Punkte für Man U, 7 Punkte für Valencia, 1 Punkt für Young Boys Bern. Genau gegen die geht es jetzt für uns ran. Ich hoffe natürlich, dass wir gegen die gewinnen und somit 10 Punkte haben und die anderen sich vielleicht beide einen Punkt wegnehmen. Ich weiß es nicht, aber jetzt Simulation starten gegen Young Boys. Was kriegen unsere Leute so hin? Boah, ich bin richtig gespannt, denn das wird richtig knapp. Lingard macht das 1:0 in der 12. Minute. Süle kriegt die gelbe Karte in der 20. Halbzeit 1 ist auch schon gleich vorbei. Also nicht so viele sehenswerte Aktionen anscheinend. Süleymani verletzt sich. Der Arme muss wahrscheinlich auch ausgewechselt werden. Ja, Werner mit dem 2:0 in der 65. Minute. Also es sieht nach einem sehr, sehr guten Sieg für uns aus. Noch ein 3:0 wäre schön. Tut's aber nicht. 2:0 Sieg gegen Young Boys Bern. Und dann würde ich sagen, wir schauen jetzt mal rein, was in der nächsten Folge alles abgehen kann. Der November endet gleich, das heißt, der Dezember startet. Lingard wollen wir nicht verkaufen. Nein, auf keinen Fall. Ablehnen. So. Und ihr dürft ja wieder abstimmen, gegen wen wir im November spielen. Aber deswegen gehen wir erstmal in November. Und dann sehen wir, aufgepasst, Monatsbericht der Jugendmannschaft. Ja, es interessiert uns jetzt auch gerade nicht so. Kann ich später nochmal selber nachgucken. Kalender, wir schauen rein, gegen wen es rangeht. Ach du meine Güte, so viel kann ich gar nicht abstimmen. Das heißt, wir müssen den Monat splitten. Wir splitten diesen Monat in zwei Parts. So viele Abstimmungen kann ich gar nicht machen. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das heißt, einmal 5 Spiele, einmal 4 Spiele. Und ich würde sagen, im nächsten Part sollen wir gegen Southampton spielen, im Carabao Cup gegen Tottenham, in der Liga gegen Arsenal oder in der Liga gegen Fulham. Das ist die Auslosung fürs nächste Mal. Wir könnten auch, das sind die 4 und beim nächsten Mal gibt es dann eben 5 zur Abstimmung. Oder wir machen einen Champions-League-Part dazwischen und dann nochmal 4. Wir werden es dann sehen. Also, ihr könnt jetzt oben unterm i mal gucken. Gegen Southampton, gegen Tottenham, gegen Arsenal oder gegen Fulham. Und dann bedanke ich mich fürs Einschalten. Wer es noch nicht getan hat, darf natürlich kostenlos abonnieren und natürlich einen Daumen da lassen. Das würde mich richtig freuen. Und pusht mal dieses ganze Projekt, denn ich finde es geil. Und wenn ihr es geil findet, dann sagt doch einfach mal, hey geil, ich gebe einen Daumen, ich gebe einen Kommentar da und ich lasse ein Abo da. Und ich sage es natürlich meinen Freunden, damit die das gleiche auch tun können. Also, habt noch einen schönen Tag, haut rein. Man sieht sich. Ciao und tschüss, euer Micha. Bis dann. Bye-bye! Hey!